Willkommen zu einem neuen Projekt hier bei Krausi TV. Diesmal etwas für unsere Strategiefans und zwar spielen wir heute Europa Universalis 4. Ich bin noch relativer Anfänger, kenne gerade mal so die Grundzüge, würde aber gerne mit euch zusammen versuchen, hier diese große Welt zu erobern. Dafür habe ich mir aber auch ausgesucht Kastilien, weil Kastilien wohl noch einigermaßen einfach zum Spielen ist. Wir spielen nicht im Ironman-Modus, sondern im normalen Modus. Lassen alles auf den normalen Einstellungen. Das, was wir jetzt vorhaben, ist ganz einfach. Ja, hier kommen erstmal die Texte, das Land, Religion, Regierung und so weiter. Wir haben vor, unten Granada quasi uns einzuverleiben. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hin und schicken einen Geheimdienstler los, der uns hier ein paar Ansprüche holen soll. Wir machen ein Bündnis erstmal mit Portugal. Das würde ich so sehen. Damit wir hier quasi starke Bündnisgegner, Bündnisse haben. So, wir brauchen Rivalen. England, Burgund, Aragon und Marokko sind unsere Rivalen. Marokko stimme ich zu. Nehmen wir mit rein. Und Aragon auch. Die können wir auch mit reinnehmen. Frankreich ist diesmal kein Rivale. Ist oft auch ein Rivale. Aber dann nehmen wir die Engländer mit rein. Die sind schön weit weg. Nehmen wir diese Rivalität mit rein. Das erste auf jeden Fall mache ist die Verlagerung unserer Truppen und unserer Seemacht Richtung Mittelmeerraum. Wir müssen warten bis in den Februar 1448, also fast 4 Jahre, 3,5 Jahre, müssen wir warten, um Granada angreifen zu können. So, wir führen aber auch diese Einheiten zusammen, das ist das eine. Und die bekommen schon mal den Anführer, den sie brauchen, um einigermaßen vernünftig kämpfen zu können. So, wie sieht es hier aus mit unserer Infanterie? Könnten wir nachher, wenn Marokko einschreitet, haben wir nämlich ein Problem. Überlegen, was wir damit machen. Gehe wieder auf meine Lieblingsansicht. Das ist die Diplomatiekarte, damit ich direkt sehe, wer ist denn für uns. Und dann ist die Frage, mit wem können wir noch Bündnisse formen, die uns weiterbringen? Ah, ich weiß nicht, Österreich. Also wir können Bündnis mit Frankreich machen. Ja. Das starke... Nein, das ist ein Fehler. Das geht gleich nach hinten los. Weil Frankreich fängt gleich den Krieg sehr wahrscheinlich gegen England an. Das wäre... Das war jetzt doof. Staatsehe mit Portugal. Das ist okay. Das machen wir. Das machen wir. Das ist die Frage. Das ist Königreich England. Die wollen mit uns nichts zu tun haben. Granada hat ein Bündnis mit Tunesien. Kein Bündnis mit Marokko. Wir kriegen aber auch kein Bündnis mit Marokko hin, weil wir sind mit denen verfeindet. Ja, soweit. Muss ja nicht angreifen. Ich kann ja auch quasi ablehnen, wenn irgendwas ist. Wäre allerdings nicht so ganz so geschickt in dem Moment. Können wir denn noch mit reinnehmen? Oh, Frankreich ist auch sehr zersplittert, ne? Jetzt mit der Diplomatie mit Schotten aus oder mit Irland. So kleine Länder, die bringen mich nicht weiter. Dänemark, Polen, Bosnien, den Osmanischen Reich. Nee, also hier sind so viele, die
einfach nicht mit mir arbeiten wollen. Das ist eine neutral vollständige Kernprovinz von irgendwas. Das sind keine großen Gegner, aber ich brauche jemanden, der Tunis so ein bisschen die Grenzen aufzeigt. Also, wir haben jetzt mit Portugal die Möglichkeit einer Staatsehe. Wir haben eine Staatsehe, das ist schon mal gut. Wir sind auch verbündet. Frankreich und unten da. Okay, soweit so gut. Das ist alles okay. Eigentlich haben die... Der Adel hat eigentlich viel zu viel Land. Komm, sind sie sauer? Ich nehme den Adel Land weg und schon randalieren sie. Ist schon klar. Würde ich auch machen. Aber da müssen sie erstmal durch. Unruhen. Maßnahmen. Keine Forderung nach. Hallo? So, Forderung nachkommen. Nein, 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 nein. Vergesst es. Grundwert auf Technologie 190. Das ist alles okay. Ja, ist die Frage. Müssen wir Granada so schnell einnehmen oder lassen wir uns Zeit? Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass die Stände hier wieder verbessert werden. Deswegen rufen wir eine Versammlung ein. Und wenn ich zu dem Bürger halten. Kirchenstadt. Meine vom Kirchenstadt über ist weniger 100. Kirchenstadt ist mir egal. Was haben wir denn für. So. Okay. Wenn wir den Adel wieder ein bisschen besänftigen. Kann ja nicht sein, dass der Adel so viel Land besitzt. Wir sind Königreich. Das ist alles soweit okay. Unsere Wirtschaft können wir überhaupt nicht drüber klagen. Auch die ist okay. Gran Canaria hat Unruhen noch. Ja, lass die sich mal abkühlen. Lass die sich mal abkühlen. Wir lassen die Flotte... Ey, von hier oben werden wir, glaube ich, nicht angegriffen. Wir ziehen die mal so ein bisschen runter hier. Schauen noch mal. Granada. Was haben die denn jetzt mit Marokko zu tun? So, Bündnis mit Tunis. Eine Staatsehe mit Marokko und eine Staatsehe mit Tunis. Es ist schlecht. Das heißt, die wollen da quasi ihr Gebiet. Eieiei. Das ist ganz schlecht. Lasst mal schauen, wie wir erstmal wirtschaftlich hier die Entwicklung machen. Hier irgendetwas. Gold. Gar nichts. Hier könnten wir produktionstechnisch ein bisschen hochgehen. Ich fange interessiert auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Regimente hochkriegen. Die Reserven müssen wir hochkriegen. Stärken Madrid als Hauptstadt. In Provinz können wir nichts machen. Kultur ändern. Ja, die Frage ist dann, in welche Richtung wir die Kultur ändern möchten. Entwicklung haben wir gemacht. Staatsehen. Toledo ist ein Staat. Das meiste Einkommen bei denen. Angebot der Staatsehe mit Frankreich. Komm, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Diplomatiekarte an. Weiß nicht, ob Frankreich, ob England jetzt noch Frankreich angreifen würde. Das kann ich nicht sagen. Plus 6. Sollten definitiv unsere Armeen erhöhen. Armen Sevilla. Okay. Zehner. Söldner anwerben. Regiment rekrutieren. Gebäude macht jetzt hier keinen Sinn. So, lasst mal überlegen. Der Entwicklung. Oh, nicht weh. Mann, die Zeit ist mal ein bisschen schneller. Können wir mal gucken, ob wir hier auch quasi Marokko schon mal herholen. Zur Abtretung der Marine. Ich hoffe, Frankreich und England fangen keinen Krieg an. Das wäre nicht so optimal für mich. Aber wir müssen schauen. Oh, da kommt irgendeine Meldung von Windows rein. Super, die hat da drin nichts verloren, was auch immer das war. Immer noch Unruhen. Katholische Fanatiker. Kostentechnologie plus 10. Toleranz. Nee, kann man die nicht irgendwie... Ach, wenn die Aufstände machen, dann kriegen die einen auf den Latz. Feind belagert unsere Provinz. Hallo? Belagert der meine Provinz da? Ich habe doch gar keinen Krieg mit denen angefangen. Also ich habe noch keinen Krieg mit den Jungs angefangen und der belagert direkt meine Provinz. So. Das ist sehr unschön. Das ist nicht okay. Vielleicht da ein Gebäude hinzusetzen, das würde aber zu lange dauern, sehr wahrscheinlich, wenn wir da Gebäude hinmachen. So, Marokko. Den Krieg erklärt. Telemission haben sie den Krieg erklärt. Burg dauert 30 Monate zu bauen. Eigentlich müsste ich ja hier eine Befestigung dann machen. Nehmen die da runter. So, wie sieht's denn jetzt hier? Mit Ansprüchen. Erstmal den, dass wir die hier so ein bisschen abtrennen. Das ist schon mal okay. So, die anderen sind noch unterwegs. Krank geworden, kann die nicht Herrscher über Kastilien wahrnehmen. Aber was wollte ich denn? Mehr Macht für den Adel, bloß nicht. Delegieren, mehr Provinzen. Glücklicherweise bleibt unser Oberhaupt immer ruhig. Okay. Das gehört mir? Oder verstehe ich es? Wir sind mit ihnen verbündet. Wir haben eine Staatsehe. Achso, das gehört zu Portugal. Kann ich dann da drauf, wie das portugiesisch ist? Könnten ja schon mal. Gleich gucken wir den Zugang später. So, Anspruch. Auf. Ich sehe wieder nichts. Auf die hier erstmal. So, es scheint die Regierung, die am wenigsten reagiert, am besten reagiert. Zumindest, wenn es nach den Menschen außerhalb der Hauptstadt geht. Unsere Nicht-Einmischung im
Was? Cantabrien hat sich ausgezahlt. So, wir wollen es besteuern. Kastilien, also Granada, Lissabon. Warum habe ich in Lissabon dann noch ein Dings? Brauche ich doch gar nicht. Macht ja keinen Unterschied. So, wir können aber hier schon mal erbitten, dass wir Wegerechte bekommen. So, bisher hat England und Frankreich den Krieg nicht angefangen. Vielleicht ist denen doch zu viel. Wir können weiter Truppen bauen und platzieren vielleicht. Gucken, wir sind natürlich hier schon komplett am Limit des Ganzen. Mission abgeschlossen. Ja, die rufen uns jetzt ab. So. Und schauen mal, dass wir wirklich noch Einheiten hochkriegen. Ein bisschen hochleveln vielleicht. Gar nicht so schlecht. Sevilla. Sevilla. So, die Zentren auch ein bisschen hoch. Entwicklung 7. Dass wir die 2 Sechser noch auf 7 kriegen. Und dann mal schauen, ob wir es diesmal hinbekommen. Ich hatte schon mal einen Anlauf. Der ist ganz schnell nach hinten losgegangen, weil Marokko mich überrannt hat. Eigentlich nicht der Plan war. So. Also. Ihr habt unangefragt angesprochen für die Provinzen. Da haben wir schon Ansprüche. Hier haben wir Ansprüche. Gehört zu England, gehört zu... Die alleinstehend? Ja, die haben doch Frankreich als Dings bestimmt, ne? Ist Vasall von Frankreich. Hm, okay. Lass uns mal hier die Ansprüche langsam wieder. Anspruch auf Granada. Die Ansprüche schon mal da. Die Reserve geht hoch. Wir sind da auch schon am Maximum. Wir könnten gleich theoretisch eingreifen. Theoretisch. Praxis heißt, ich habe hier immer noch meines Erachtens zu wenig Einheiten. Bring mal alles so in Stellung, was so geht. Wieder am Maximum hier. So. Jetzt haben wir hier unten 14.000 Mann stehen. Seht doch aus einer Einheit. Nee. No. So. Ist jetzt eine Armee. Und bekommt hoffentlich noch einen neuen Anführer gleich. Dafür erhält als Basis zwischen... Ah ne, wir schicken den Thronfolger nicht mit rein. Das machen wir jetzt nicht. Bellen bei 50%. Spionagenetzwerk wurden wir entdeckt. Ja, macht nichts. Na dann, Melina. Ansprüche auf Melina.
und auf Zangdings. Dann hätten wir quasi den Spieß umgedreht. Granada ist dann hier vorne und wir könnten dann vielleicht hier reingehen. Wir müssten allerdings gucken, dass wir dann wirklich... unsere Leute annehmen. Ein Adliger aus Sevilla hatte seine Untertanen so verärgert und misshandelt, dass eine Delegation von Bauern nun an der Regierung herangetreten ist, um Entschädigung zu bitten. Eine Zustimmung dazu wäre bei der Bauernschaft gern gesehen, würde aber vom Adelstand als Verletzung seiner Autorität gehen. Misshandlung, Mittelalter hin oder her, aber nein, wir nehmen es an, der Adel würde dann 10 verlieren. Das bäuerliche Regiment würde sich nicht erheben. Das ist jetzt für mich wichtig erstmal, dass ich da keine weiteren Aufstände quasi deklarieren. Ein Erstmitglied der Familienherrscher war sehr naiv und erzählte Fremden öffentlich wichtige Informationen. Das ist eigentlich Hochverrat, aber ein Mitglied der königlichen Familie zu exotieren, kann der Gesellschaft für Aufruhr führen. Ja, super. Hat er toll gemacht. Nix kann aber. Nix kann er. So. Freie Beraterplätze, ja. Kardinäle, Formel. So, Kostenstabilität. Machen wir so. Immer gucken, was da passiert. Also, wir können Granada in der Regel schon angreifen, wenn wir es wollten. Will aber hier mindestens noch einen Anführer haben. Also wir sind ja eigentlich gut besetzt. Wir könnten mit denen hier ins Mittelmeer fahren. Könnten jetzt sagen, ey, wir probieren es einfach mal. Ey, Granada ist meins, weil ich habe Recht, Anrecht darauf. So, jawohl. Und schon haben wir Krieg.